Unter den Städten Südtirols nimmt Klausen wegen seiner einzigartigen Lage in der Talenge des Eisack, seiner historischen Entwicklung und seinem charakteristischen Stadtbild eine Sonderstellung ein. Keine andere Stadt des Landes wurde mit so vielen Attributen bedacht wie das kleine Städtchen zu Füßen des Säbener Dioritfelsens. Namen wie bischöfliche Zollstadt, Künstler, Eisack, Dürer oder Walterstadt wurden Klausen, der drittkleinsten städtischen Siedlung Tirols, verliehen. Sie sind Ausdruck einer bewegten Geschichte. Die treffendste Bezeichnung gab die Künstlerin Sonja Hofer der Kleinstadt. Klausen ist ein Biotop für Menschen aller drei Sprachgruppen.